Also wenn Tiere in meiner Nähe sind, fühle ich mich sehr gut. Da fühle ich mich eigentlich fast wohler, wie wenn Menschen um mich herum sind. Weil die einfach sehr viel Ruhe ausstrahlen, sehr ehrlich miteinander sind oder mit mir auch sind. Und der Bezug zur Natur eigentlich mir sehr wichtig ist. Und da kommt man zwangsläufig an Tiere, Wildtiere, Haustiere, Nutztiere. Und ich habe eigentlich schon immer Tiere, seit ich denken kann. Habe jetzt seit kurzem, oder nicht seit kurzem, seit längerem habe ich Hühner. Und ja, vor kurzem habe ich dann mal ein Ei gefunden und das würde ich euch gerne mal erzählen, was ich da damit erlebt habe. Εγώ έρχομαι από χωριό, είχαμε πολλά ζώα. Είχαμε κατσίκες, είχαμε αγελάδια, είχαμε άλλο γαϊδούρι, είχαμε αυτά τα ζώα που χρειαζόμασταν για να επεξεργαστούμε τα χωράφια. Στη Γερμανία πρώτο ήρθα το 1965, 18 ετών, έκατσα ένα χρόνο, έφυγα στην Ελλάδα. Και από το 1969 είμαι μόνιμος στη Γερμανία. Ο σταθμός είναι ένας τόπος συναντήσεων. Τα πρώτα χρόνια ερχόμασταν εμείς οι Έλληνες για να βρούμε κανένα φίλο, κανένα πατριώτη, να πούμε καμιά λέξη, να δούμε κανένα γνωστό. Ich heiße Müzeyyen Kaplan und komme aus der Türkei und mit 3 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen und Und seitdem bin ich hier natürlich. Ich habe in jeden verschiedenen Bereichen gearbeitet, Metallbereich, war auch selbstständig mal, eine Putzfirma gehabt. Ich bin mit Tieren aufgewachsen, mit Hunden und mit Katzen. Die geben mir Motivierung. Ich liebe Katzen. Die sind Schmuse und wenn du mal traurig bist, die kommen dann zu dir auch und schmusen mit dir. Und das ist für psychisch sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt gerade nicht Haustiere, weil wir dürfen jetzt im Heim nicht Haustiere haben. Aber wenn ich groß werde und ich nach Haus gehe, ich kaufe eine Katze nochmal. Ich bin Hen, ich komme aus Syrien, ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne seit 3 Jahren in Stuttgart, bevor dass wir Aleppo verlassen. Ich hatte ein Haustier, war Katze und diese Katze ist bei mir 2 Jahre geblieben. Das ist ein Gürtel mit verschiedenen, das ist eine Jänesahn von Jäne. Amreif, meine Urgroßeltern, und die haben mich gegeben und weiter die Zuführung des Schamanismuskräfte zu teilen an die Menschen, die mir brauche. Jeder Mensch in dieser Welt hat eine Symbolik Animales. In Südamerika, wo meine Mutter kam, ist der schwarze Panther für unser Volk zuständig. Und daher habe ich diese Symbolik bekommen. Ich habe das Ei, ich habe mein Nest ausgeräumt, weil die Henne, also die Glucke, saß schon zu lange drauf. Ein Bekannter von mir hat gesagt, du, in dem Ei piepst es. Und ich habe das dann so in die Hand genommen und habe so ein bisschen dran gekratzt. Und dann hat es da drin piep, 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 piep gemacht. Und es hat sich so ein bisschen bewegt. Und es waren gar ein bisschen wärmer wie die anderen Eier. An dem habe ich es gemerkt. Und dann konnte ich es natürlich nicht wegwerfen. Und habe gedacht, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich es mit heimgenommen. Und da habe ich in der Nacht auf eine Bettflasche gelegt. Und nachts dann plötzlich habe ich lauter und lauter gehört, piep, 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 bin aufgestanden. Und dann auf der Bettflasche, so blaue Bettflasche war das, ist das kleine Küken geschlüpft. Und dann hat es natürlich mich als erstes gesehen und dann war ich die Mutter. Und ich habe die erste Zeit das Küken immer bei mir mit rumgetragen. Zu Anfangs hier in so einer kleinen Tasche und habe immer auch die Hand gehabt und habe immer gesagt, der hat immer piep, piep, piep gefragt, bist du da? Und habe ich gesagt, go, go, ich bin da. Und so kam halt auch der Name Cleo Gogo, weil ich eigentlich gehofft habe, dass es ein Huhn ist, also eine Henne. Ja, und habe es dann immer damit getragen, überall dabei gehabt, beim Arzt, beim Arbeiten, beim Einkaufen, überall immer.
Und der Kleogogo war eigentlich auch ein ganz arg tolles Tier, weil er hat einfach gespürt. Bei mir war er einfach am allerliebsten. Er saß bei mir gerne auf dem Schoß hier, wenn ich Socken gestrickt habe. Ich habe 40 Paar Socken gestrickt. Da saß er hier, hat sich geputzt, hat immer mal wieder Kikeriki geschrien, weil er ja der Schönste war sowieso. Und ich wollte immer, wenn ich so in der Sonne gelegen bin, dass er auf meinem Bauch liegt, weil ein Huhn ist ja relativ warm. Und er wollte immer hier oben liegen. Das habe ich ihm nicht abgewöhnen können. Der war einfach außer stur, was er will, will er. Und was er nicht will, will er nicht. Also er hat auch super gefolgt, weil ich gesagt habe, komm Leo, go, komm rauf, komm hopp. Dann ist er auf den Tisch gesprungen. Also er war wirklich auch sehr folgsam einerseits, aber natürlich auch ein Hahn. Und die sind ja sehr stolz. Ja. Είχαμε δύο κατσικάκια που από αυτά τα κατσικάκια παίρναμε το γάλα όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Η μητέρα μας έφτιαχνε το γιαούρτι, έφτιαχνε με το γιαούρτι έφτιαχνε το βούτυρο, αλλά εμείς σαν παιδιά δεν μπορούσαμε να το φάμε. Το πήγαινε η μητέρα μας στην πόλη και αγόραζε το λάδι, το αλάτι, τη ζάχαρη, το πετρέλαιο για τη λάμπα, γιατί στο χωριό μας δεν είχαμε ρεύμα. Και μια φορά αυτά τα κατσίκια ο πατέρας μου ήθελε να τα πουλήσει. Και εμένα, επειδή τα αγαπούσα τόσο πολύ, έκλαιγα πάρα πολύ. Ήμουνα 9 με 10 χρονών. Δηλαδή έκλαιγα όλη μέρα και θέλω να τα... Και είχα πάρει να δώσω ξύλο και λέω, άμα θα έρθει ο πατέρας μου στο σπίτι χωρίς τα κατσίκια, λέω, με αυτό το αυτό θα του σπάσω όλο το κεφάλι. Δηλαδή τόσο πολύ με έχει πονέσει. Μετά ο πατέρας μου δεν τα κατάφερε να τα πουλήσει, τα έφερε ξανά το βράδυ πάλι πίσω και η χαρά μου ήταν τεράστια. Ο πατέρας μου βοσκούσε όλα τα γελάδια του χωριού, ήταν 120 γελάδια. Εγώ ήμουνα 12 χρονών και πήγα με τη μητέρα μου στο βουνό και τα βοσκούσαμε. Πολλές φορές η μητέρα μου δεν μπορούσε να έρθει και εγώ 12 χρονών με 120 αγελάδια επάνω στο βουνό. Ich hatte eine Katze. Sie war sehr süß und sie war wie meine Freundin und so. Ich hatte Probleme, ich hatte immer mit dieser Katze geredet manchmal. Ich habe Essen gegeben und manchmal geduscht. Ja, aber ich habe sie so wie meine Schwester gestreichelt. Und also sie war sehr wichtig für mich. Ich habe sie nicht immer gesehen. Sie war Straßenkatze. Sie ist immer zu mir, wenn wir haben gegessen gekommen. Ich habe für sie Essen gegeben und bei uns in unserem Haus geschlafen. Und dann die schwarze Katze zum Beispiel, Tussen, die hat 5 Babys bekommen. Und, 6 Babys waren das. An dem Tag habe ich Frühschicht gehabt, dann habe ich einen Tag Urlaub genommen, weil die Geburt war nicht fertig. Und die waren, also ich habe extra so ein Kissen gemacht mit Federndings Kissen, damit der da das Geburt macht. Und dann trotzdem hat er in meinem Bett gemacht, die Kinder. Auf jeden Fall, sechste, der war so erschöpft, also sechste konnte nicht mehr raus. Und dann habe ich schnell Handschuhe angezogen, habe ihm bei der Geburt geholfen. Alle Lebewesen ist wichtig, ja. Jeder Tier hat einen Platz, jeder Tier hat eine Seele, jeder Tier hat einen Geist. Weil du die Tiere lernen, der Schamane bestimmte Rituale und auch Anweisungen für bestimmte Krankheiten zu helfen oder zu heilen. Man kann auch, wenn jemand hat Rheuma, man kann die Schlange entwickeln an seinem Körper, geistig, weil die Leute haben Angst vor einer. Richtige, lebendige Schlange an ihr Hals. Schildkröte zum Beispiel. In meinem Hof in der Karibik habe ich mehrere Schildkröte, wo die Leute kommen und mitspielen können.
und lassen sie auf sich laufen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Beispiel Delfine kann man sie nehmen für Heilung. In Costa Rica ergibt sie tagtäglich jemand, wo depressiv oder eine Gehirnprobleme hat oder eine unheilbare Krankheit hat. Man kann sie, du diese wunderschöne Tiere, sie helfen lassen. Also ich bin mit Cleo Gogo auch ins Altersheim gegangen zu meiner Mama. Meine Mama war 92 Jahre alt und demenzkrank und hat mich streckenweise nicht erkannt. Das eine Mal war sie ganz arg aggressiv und böse, das andere Mal war sie ganz arg freundlich und lieb zu mir. Und ich habe einfach den Cleo Gogo mal mitgebracht, beziehungsweise, was heißt, ich habe den nicht mitgebracht, ich habe ihn ja eh immer dabei gehabt und immer wenn ich meine Mama besucht habe, war der natürlich dabei. Und dann habe ich ihn mal rausgenommen aus der Tasche und habe meiner Mama das Küken in die Hand gesetzt. Und meine Mama hat ein strahlendes Lächeln bekommen und hat sich ganz arg gefreut. Ihr Herz ist aufgegangen und dann hat sie das Küken so an den Mund genommen und hat es geküsst. Hat gesagt, das süße Butti, und wollte es überhaupt gar nicht mehr auch hergeben. Gell? Und hat sich das gefallen lassen so von ihr. Und das war einfach eine ganz schöne Erinnerung und deshalb mache ich das auch jetzt heute wieder, dass ich mit den Tieren, ich habe auch noch ein paar Küken, die sind leider nicht so zahm, wieder hingehe und einfach die Demenzkranken und die alten Leute das sehen lasse, weil meine Mama wirklich so ganz arg glücklich war. Da war eine Frau, die hatte Krebs gehabt und der Arzt hat gesagt zu ihr, also die lebt nur 1-2 Monate. Und natürlich war sie auch bettlägerisch und die Kinder wollten ihn nicht mehr haben. Keiner hat geguckt, obwohl sie 5 Kinder gehabt hat. Und da haben sie sie im Wald reingeschmissen. Ja. Und da hat sie ein Häuschen gemacht dort und da hat sie gelebt. Und da hat sie auch Hunde gehabt, einen Hund hat sie gehabt, dann kamen so viele Straßenhunde auch noch dazu, Katzen und was weiß ich. Und die Tiere hat ihr natürlich auch Kraft gegeben, hat ihr Kraft gegeben halt, zu kämpfen. Und für die psychisch ist es auch sehr gut, ja. Bevor dass wir Aleppo verlassen, es gab Krieg und Bombe und so. Und also ich hatte so viel Angst, dass sie mit Katze etwas passiert. Aber sie war auch, sie hat Kinder gekriegt und die waren sehr mit meiner Familie. Also wir waren zu Hause und ist Bombe zu unserem Haus gekommen und ich hatte verletzt und meine kleine Geschwister auch. Waren wir verletzt, wir konnten nicht laufen. Und sind andere Leute von unten nach oben gekommen, haben die uns getragen und zum Krankenhaus gebracht. Also, wenn ich Augen schließe, ich sehe, dass wie ist Bombe zu unserem Haus gekommen und wie waren wir verletzt. Und ich sehe, wie unser Haus ist geworden, wie ist kaputt. Das letzte Bild ist, dass ich sehe, wie sie ist. War Panik und sie hatte Angst über ihre Kinder und sie hat immer die Kinder im Mund und Platz nach Platz gegangen und versteckt. Und sie war wie uns zum Beispiel, wenn wir Panik sind, sie war wie uns. Μικρό παιδί, έχω μεγαλώσει στο χωριό. Είχαμε ζώα, είχαμε αγελάδια. Τα καλοκαίρια παίρναμε το γείτονα, τα φυλαράκια ο καθένας τα δικά του και βγαίναμε στα λιβάδια να βοσκήσουν. Το 65 ήταν οι αδερφές μου εδώ, με φέρανε στη Γερμανία. Ήμουνα σε ένα χωριό Έμπερσπαφίλ πιο κάτω από το Κέπιγκεν. Μετά από κανένα 2 μέρες που βγήκαμε έξω από το χωριό και είδα τα λιβάδια τους, με έκανε τεράστια εντύπωση. Το χόρτο ήταν ένα, όπως εδώ, και λέω, αμάν να είχα τα γελάδια μου εδώ να φάνε, να χορτάσουνε, λέω, τροφή. Γιατί εκεί δεν χορτέναν, ήταν το χόρτο μικρό. Και με έκανε τεράστια εντύπωση. Εδώ στη Γερμανία, επειδή βρέχει τακτικά,
Τα χόρτα του γίνονται μέχρι εδώ. Οι, 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 Daher kommen meine Urgroßeltern. Das ist das Gebet der Schamanen. Und Kraft zu wünschen und Glück zu teilen. Deswegen, ich habe es gemacht für euch, den Nachkommenden. Ja, das ist schön. Das macht Freude. Das macht Freude. Nassam alaikum. هوا من مفرا الواتي يا هوا دخل الهوا خدني على بلادي نسمع عليكم هوا من مفرا الوادي يا هوا دخل الهوا خدني على بلادي Ich sag, das sagt in diesem Lied, bring mich zurück zu meinem Land, zu meinem Heimatland mit Luft. Also ich fliege mit Luft nach meinem Heimatland. Ja, Hawa, Shubina, Dachlek, Illi, Shubina, Chidn, Inte, Illu, Ana, Illak, Chidni, Ala, Blati. Und der Beagogo war eigentlich auch ein ganz arg tolles Tier, sag ich mal, geliebt wie ich bin. Und das war einfach eine ganz arg schöne Erfahrung. Und ich habe ihn gehabt knapp anderthalb Jahre nur, leider. Er ist dann krank geworden und gestorben. Und das ist eigentlich ganz, ganz arg traurig für mich. Aber andererseits muss ich sagen, bin ich auch ganz, ganz arg dankbar, dass ich das erleben durfte. Weil wenn man überlegt, was so ein Huhn, was so ein kleines Gehirn das hat und trotzdem so eine große Liebe ausstrahlt, das war klasse. Ja. Ich mag jetzt nicht die anderen Tiere so viel, weil ich habe meine Katze dort gelassen und also ich fühle nicht mich gut neben die anderen Tiere und oder andere Katze auch. Wenn du deine Katze hier hättest, was würdest du ihr von Stuttgart zeigen und wohin würdest du mit ihr gehen? Ich hatte sie zur Königstraße gebracht und dort sie alte Sachen gezeigt und alte Schloss. Ja, und also auch alte Rathaus und Königstraße, wie war vorher und wie ist jetzt halbe. Ich hatte sie ihr, die Blumen, die schönen Tiere und was ist da besonders, hatte ich sie gezeigt.